Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum vierten Adventskalendertürchen des World of Tanks Adventskalender Surprise. Heute gibt es hier den TS5 amerikanischen Tier 8 Premium Jagdpanzer, entweder für 9.100 Gold oder für 32,80 €. Dazu gibt es jeweils eine 100% Crew, den Garagenstellplatz und fünffach Booster. Wenn ihr einen Adventskalender wollt, wo ihr was gewinnen könnt und kein Geld ausgeben müsst, dann schaut bei meinem vorbei. Da gibt es heute auch wieder was zu gewinnen. Link dazu rechts oben in der Infokarte. Aber schauen wir uns hier die Pockys an. Der TS5 fährt zum Strand, macht die Beachparty auf Overlord und wir schauen mal, was der TS5 so kann. Er hat eine 120mm Kanone, 248 Durchschlagsleistung auf der AP bei 860 Metern pro Sekunde. Premium ist eine Heat mit 300 Durchschlag bei 1050 Metern pro Sekunde. Und die HE mit 60 Durchschlagsleistung und einer Fluggeschwindigkeit von 860 Metern pro Sekunde. Alpha auf AP und Heat sind 400, auf der HE 515, wenn sie durchschlägt. Die Kanone recht ungenau mit 0,44, eine sehr gute Einzielzeit von 1,8 Sekunden. Die braucht der Panzer aber auch, weil er einen relativ engen Richtbereich hat. Nachladezeit recht gut bei dem Alpha von 8,5 Sekunden Stock und damit kommt das Teil auf eine gigantische DPM von 2832. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Softstats soweit auch in Ordnung. Trotzdem auf große Distanz ist das Fahrzeug natürlich ein bisschen schwierig und aufgrund seiner Mobilität war es im Grunde schon gar nicht in der Meta, als es damals erschienen ist, und ist es meiner Meinung nach immer noch nicht. Trotzdem ist der Panzer recht gut geeignet, um eine Flanke einfach mal zu halten. Aber erstmal Mobilität. 26 vorwärts, 12 rückwärts, 12,5 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Und auch, sage ich mal, die Drehfreudigkeiten sind jetzt nicht unbedingt überragend. Auf harten und auf medium Böden erreicht er die 26, auch auf weichen Böden geht es dann runter auf 15,7. Gun Depression schlecht, 5 Grad, Gun Elevation soweit in Ordnung mit 20 Grad. Und was haben wir denn hier? Ein Kreslowski, sieht man auch nicht so oft. Die Panzerung, die ist wirklich gut. In der Front ist im Grunde der Weak Spot die Unterwanne, aber auch da braucht man, wenn man gerade zu ihm steht, 230 Durchschlagsleistung, um eine 50-50 Chance zu bekommen. Ansonsten noch die Kommandantenkuppel, auch mit so ungefähr 200 bis 220 mm, je nachdem, wo man trifft, auch vielleicht noch ein Stück weiter drunter. Und der Rest ist im Grunde ein Autobounce frontal. Sobald der Panzer winkelt, kann man aber durch die Seite schießen, das ist klar. Die Ketten vorne fressen auch mal noch ein bisschen was. Also er ist frontal schon ein Panzerungswunder, will ich nicht sagen, aber er ist frontal recht stark. Und das ist halt auch im Grunde seine Aufgabe, hier mal eben so eine Flanke alleine zu halten. Und das kann er halt auch mit dieser Nachladezeit und halt auch der DPM. 1500 Hitpoints hat das Teil hier, 370 Meter. Die Mannschaft, oh ja, hier Gun Depression, die Mannschaft, Kommandant, der Funker ist, Fahrer, Ladeschütze, Richtschütze und zwei Ladeschützen. Und damit ist es vom Crew-Layout so, dass man ihn in den E3 stecken kann. Da passt es, glaube ich, genau. Der T95 hat einen Ladeschützen zu wenig. T28 genau dasselbe Spielchen. Beim E4 würde er passen, die Mannschaft. Und beim T30 habt ihr einen extra Funker. Also es ist, sage ich mal, vom Crew-Layout so weit in Ordnung. Als Kategorieslot hat er die Feuerkraft, deswegen dort natürlich entweder DPM oder irgendwas fürs Gunhandling einpacken. Und wenn man ihn dann mal in den Vergleich mit anderen Jagdpanzern, die eine ähnliche Charakteristik auf der Tierstufe haben, also T28, ISO, Ferdinand, WZ, SU, AT15, dann sehen wir, ist er von der DPM hier das beste Fahrzeug. Von der Genauigkeit der Kanone nicht unbedingt, dafür aber bei der Einzielzeit und auch die Softstats bei ihm sind recht gut, muss man sagen. Mobilität, ja, ordnet er sich hier so irgendwo weit unten ein. T28 ist einfach noch langsamer, Ferdinand ist ein bisschen schneller, AT15 ist noch langsamer. Also, das ist das Problem. Wenn ihr euch mit diesem Panzer auf eine für seine Seite entscheidet und da passiert nichts oder da steht das ganze Team dann und ihr könnt es nicht halten, dann habt ihr halt einfach ein Problem, sage ich mal.
Und das erfordert halt so ein bisschen, ja, Matching, Matchup lesen, Kartenkenntnis. Und das ist halt mal das Risiko. So ein bisschen wie beim Löwe auch, nur halt, ich sag mal, im TD-Style und natürlich auch von der Spielweise ein bisschen anders. Aber das ist das Problem, woran solche langsamen Fahrzeuge kranken. Wenn ihr jetzt nicht wie gerade eben einfach hier schön farmen könnt, dann habt ihr halt ein Problem. Dann steht ihr entweder rum oder ihr werdet halt einfach überfahren. Denn das muss euch klar sein. Mit dem engen Richtbereich, sobald ein Gegner in eurer Flanke ist, habt ihr ein massives Problem. Wenn der auch noch schlau ist und euch die Ketten ziehen kann, dann sag ich mal, guten Nacht, Marie. Ihr wickelt da hin und her, damit der IS-3A es schwerer hat, die Unterwanne zu treffen. Das macht er eigentlich ganz schlau, weil das ist halt der Weak Spot bei diesem Fahrzeug. Panzerung habe ich angesprochen, recht gut. Also auch in dieser Liste hier ist er wirklich ein gutes Fahrzeug. Tarnwert, ja, was soll ich sagen? Also für einen Jagdpanzer mag es noch okay sein, aber ansonsten dürfen wir hier auch keine Tarnwertwunder erwarten. Und die Sichtweite liegt hier in dieser Vergleichsliste im Mittelfeld. Sehr viele Fahrzeuge haben hier 370 Meter. Und ansonsten der WZ mit 380. Ansonsten geht es auch mal drunter auf 350 bei der ISO oder bei der Su 101. So, wie sieht es hier aus? Er farmt hier ganz gut. Wir sind mittlerweile bei 5200 Damage. Die Stärke, die man auch noch erwähnen muss, sind, glaube ich, seine Hitpoints. Ja, mit 1500. Es gibt halt entweder Jagdpanzer, die haben gute Hitpoints, so wie er. Oder der T28. Der Ferdinand zum Beispiel noch. Oder auch der AT15. Und dann gibt es halt diese typischen Jagdpanzer, die haben in der Regel ein bisschen weniger Hitpoints als andere Fahrzeuge. Also als zum Beispiel Mediumpanzer oder als Heavies. Er hat hier wirklich gut gefarmt, das war aber auch ein bisschen der Einsatz von Heat-Munition dabei. Er wollte sich halt einfach am Strand auch den Respekt holen, beziehungsweise auch sicher gehen, dass er gegen die Gegner dort besteht, dass er sie vor sich halten kann, dass die Angst vor ihm haben und nicht versuchen, in seine Flanke zu kommen. Er hatte da, glaube ich, auch noch ein bisschen Backup, das hat natürlich auch noch dazu beigetragen. Also so eine Situation funktioniert schon ganz gut und das Fahrzeug ist tatsächlich auch nichts für die dritte Reihe. Also das ist ein Angriffsfahrzeug, das muss man so sagen. Klar, wenn ihr natürlich jetzt irgendwie gegen Zehner kämpft, dann muss man da ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl vorgehen. Das ist natürlich logisch. Aber in so einem Matchup hier, gegen Achter only, fahrt das Ding aggressiv. Ja? Also ihr habt eine gute DPM, ihr habt wirklich eine gute Panzerung. Und da kann man schon mal ein bisschen draufgehen. Also auf den Gegner und nicht sterben, meine ich. Sondern also auf den Gegner draufgehen. So, hallo Isu. Und denn, also ihr habt das Problem einfach, oh, jetzt hat er sterben können hier, da hat die Kette das gefressen. Ihr habt halt das Problem, dass auf große Distanz ihr zwar eine Granate nach der anderen rausknallen könnt, aber ihr trefft halt höchstwahrscheinlich nichts. Ihr werdet damit nicht glücklich. Also aufgrund der Genauigkeit muss das Fahrzeug an den Gegner ran. So, sie cappen jetzt hier, die ISU fährt natürlich jetzt eiskalt auf ihn drauf. Er versucht sie noch zu tracken, schafft es nicht und... Ja gut, dann hat auch eine ISU kein Problem, ihn in die Unterwanne zu durchschlagen. Und die tradet dann natürlich, wenn sie noch Hitpoints hat, einfach deutlich besser. Er schreibt GG, aber insgesamt mit 6000 Schadenspunkten haben wir hier, glaube ich, eine richtig gute Runde gesehen. Hier noch die Auswertung und der Hinweis, der Link zum Adventskalender, nicht, also zu meinem, aber auch zu dem von World of Tanks, unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Wir sehen hier ein Panzerass von Poggy's Punch. Er bekommt das, oder sie, er, sie bekommt das Großkaliber hier, macht am Ende 6025 Schadenspunkte. Die restlichen Teamkameraden, ja, sagen wir mal, sie sind mit dabei gewesen. Kann nicht immer jeder eine gute Runde haben. 3 Kills, 1628 Basiserfahrungspunkte. Und ja, es war ein bisschen Heat-Munition dabei. Trotzdem den ganzen Bonis, Reserve, persönliche Reserve, Battle Payments und Premium-Account etc. sind es hier mal locker flockige 218.000 Credits, die hier aus der Runde rauskommen. Krass, krass, krass. Damage Block bei Armor ist jetzt hier nicht wirklich viel, nur 320, also das ist kein Panzerungswunder, er ist halt stark, gerade wenn man die Unterwanne verstecken kann, aber man kann sich nicht immer hundertprozentig drauf verlassen, das sollte klar sein. Trotzdem
immer noch im Nahkampf ein starkes Fahrzeug. 471 Support und bei den Erfahrungspunkten sieht es ähnlich gut aus mit den ganzen Boni, die es hier gab. 4273 Erfahrungspunkte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm wie immer einen Daumen nach oben. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das Kirtano, Gorwin, Kulle und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.